Willkommen zurück, Leute, zu Sonic Generations. Wir machen jetzt mal hier die Casino Night Zone oder so. Hier kannst du flippern. Ach so. Wir können hier tatsächlich echt flippern und nur flippern, oder wie? Okay. Das machen wir mal eine Runde. Ach so, mit den Knöpfen. Okay. Ich dachte schon, die packen mir hier wirklich noch eine Zone hin. Was also ich ganz cool gewesen wäre. Okay. Ja, das ist schön. Ich kann überhaupt nicht flippern, nur mal so, ja. Da sehen wir schon, der Junge kann das nicht so gut. Vor allen Dingen ist es echt, es ist schnell. Es ist brachial schnell, ne? Also, diese Sonic-Kugel, die kommt mir irgendwie unverhältnismäßig schnell vor für einen Flipper. Das wäre jetzt eigentlich eher was so, ne? Wenn du ein Infovideo hast, lässt du im Hintergrund diesen Sonic-Flipper laufen, aber als reines Let's Play? Ein Flipper-Let's Play? Hat mal jemand ein Let's Play zu irgendeinem Flipper-Spiel gesehen? Ich nicht. Okay, please. Eigentlich möchte ich, dass es endet. Vor allem weiß ich nicht. Bei Flipper gibt es ja auch immer so Dinge, erfülle Missionen, ne? Dann verändert sich irgendwas. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich tippe mal, wenn ich diese beiden Dinger da grün färbe, dann bringt mir das bestimmt irgendetwas. Aber ich weiß nicht was. Okay, ich habe beide grün. Haben mir nichts gebracht. Vielleicht ist es auch echt ein dummer Flipper. Das kann natürlich auch sein. Okay, wir beenden das mal hier. Fall mal ruhig runter. Ich habe noch einen. Wie viele habe ich denn? Ich lasse mich jetzt mal sterben. Ich lasse mich jetzt mal sterben, weil, ja. So haben wir es wenigstens. Wir haben es gesehen. Ist ganz schön. Ist doch ganz nett, weil es ja auch einen Sonic Flipper Spin-Off gab damals auf dem Mega Drive. Und daher ist die Idee. Ist die Idee gar nicht mal so schlecht. Und ist ganz okay. Ja, wir werden es so machen. Ich werde hier jetzt irgendeine Mission. Wir machen hier diese Doppelgänger-Mission, die ist, glaube ich, ziemlich cool. Da muss man Rennen gegen den Doppelgänger machen. Doppelgänger-Rennen tritt gegen Sonics Doppelgänger an und erreiche das Ziel vor ihm in der Green Hill Zone. Und dann werden wir gleich im nächsten Ding machen wir dann schlicht und ergreifend was mit dem 3D-Sonic. Und danach schauen wir mal. Ich glaube eigentlich, tendiere dazu, dass es bestimmt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, tendiere irgendwie dazu, dass es bestimmt cooler ist, wenn wir mehr 3D-Sonic machen, oder? Ich kann jetzt gerade nicht so richtig einschätzen, was ihr wohl am liebsten sehen würdet. Was würde ich denn am liebsten sehen? Hm. Mir gefallen beide Gameplay-Arten eigentlich so gut, dass ich mich da gar nicht unbedingt entscheiden könnte, ob ich jetzt... Alter, der ist schneller. Gib mal hier ein bisschen Gas, gib mal hier ein bisschen Gas, gib mal hier ein bisschen Gas. Der... Okay, der ist nicht schneller. Der hatte halt oben einmal kurz den besseren Weg gehabt. Das kann natürlich auch noch öfter passieren, dass er den besseren Weg nimmt. Aber bis hierhin sieht es noch ziemlich gut aus. Wenn wir jetzt in 1 Minute 20 schaffen, würden wir einen S-Rang bekommen. Gut, dass wir es nicht darauf anlegen, weil ich glaube fast, dass wir das in 1 Minute 20 nicht mehr schaffen. Denn das ist noch ganz schön weit, oder? So müsste jetzt schon was passieren. Oh mein Gott. Speeden, speeden, speeden. Na gut, 1 Minute 20 nicht machbar. A-Rang geht bis 1 Minute 30. Ich vermute fast, dass auch das nicht wirklich machbar sein wird. Nee. Aber der Sonic an sich, der Doppelgänger, ist extrem lahmarschig. Aber das B ist zu schaffen. Na, immerhin. Und gewonnen. Das ist das Wichtigste. Denn damit bekommen wir einen Schlüssel. Und wir wollen ja die Schlüssel haben. Das ist ja das, was wir wollen. So, den muss man tatsächlich einsammeln. Das hat auch, glaube ich, schon Menschen zur Verzweiflung gebracht, weil sie nicht wussten, warum sie den Schlüssel jetzt nicht haben, obwohl sie das doch eingesammelt haben. Willst du bitte von der Sky Sanctuary runterkommen? Dankeschön, Sonic. So. Was machen wir hier? Eine Ringe heraus. Wir machen hier einfach mal eine Ringe-Herausforderung. Eine Ringe-Herausforderung. Erreiche das Ziel rechtzeitig mit nur einem einzelnen Ring. Boah, das könnte schwer sein. Das könnte schwer sein, aber wir wollen ja auch nicht alles super easy machen, ne?
Aber ich kann auch den einen Ring immer wieder einsammeln, oder? Bestimmt. Bestimmt, bestimmt kann ich das. Uah. Und das mit diesen Gegnern. Alter, mit diesen Gegnern und nur einen Ring. Ich bin ja wirklich jemand, der sagt, diese Gegner da sind schwer. Okay, ich jage meinem Ring hinterher. Ich jage meinem Ring hinterher. Es tut mir leid, aber einen Treffer hätte ich dann schon ganz gerne. Das ist ein dummes Level. Das ist nicht unbedingt nicht die optimale Wahl, weil das ist schwierig. Ist voll leicht, wohl, ich bin sofort geschafft. Hast du gut gemacht. Dann hast du sehr gut gemacht. Ein bisschen stolz auf dich, liebste Lieblingszuschauer. Aber ich bin ja bekanntlich nicht du, ne? Und wenn du ich wärst, dann hättest du es auch nicht geschafft im Einversuch. Dementsprechend alles cool. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich kann hier ehrlich gesagt kaum steuern. Okay, aber glücklicherweise nicht getroffen worden, was eigentlich nur reiner Zufall war. Okay, mal Speed hier, mal ein bisschen Druck, Sonic, ein bisschen Druck. Oh, meine Nase bringt mich um. Meine Nase bringt mich um, weil ich unter Druck stehe. Bald man unter Druck steht, das weiß jedes Kind, geht so eine Nase bekanntlich doppelt ab. Oh nein, ich töte ihn einfach. Ja, das ist das Ziel. Nein! Oh Gott. Oh Gott, please! Der hätte mich platt drücken können. Oh Gott. Okay, jetzt machen wir langsam aber sicher. Ich muss sagen, dass 2D Sonic Gameplay spielt sich Sprungpassagen technisch auf jeden Fall ein bisschen besser. Also es ist angenehmer. Definitiv. So, jetzt müssen wir hier den Schlüssel finden. Ah, und da ist noch ein Chaos Emerald, der vom Shadow Sonic bewacht wird. Den wir auch gleich antreten müssen. Würdest du da bitte hinspringen? Dankeschön. So. Ich muss den Charakter wechseln dafür scheinbar. Ja. Tritt mir gegenüber, wenn du den Chaos Emerald haben willst. Gut. Dann machen wir dich platt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich die wirklich brauche, aber ich denke schon. Das würde zum Beispiel Sinn machen. Versus Metal Sonic. Ja, ich meine, die Bosse müssen wir machen. Aber ich glaube, ist dieser hier, der ist nicht so schwierig. Sollte zumindest nicht so sein. Metal Sonic stammt ja ursprünglich aus Sonic CD, oder? Also alles, was ich euch hier sagen kann, ist im Grunde nur gefährliches Halbwissen. Hab ich. Ja. Ich halte Abstand. Und ran da. Yes, zweiter Treffer. Wie gesagt, der ist nicht schwierig. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich weiß nicht, was er jetzt so macht. Okay, okay, okay. Achte auf die Schatten. Wir dürfen nicht zu weit nach hinten. Wir dürfen nicht zu weit nach hinten. Okay, Metal Sonic. Kannst nicht mehr. Und der dritte Treffer. 3 Treffer reichen, oder? Was? Plattform nutzen? Ach so. Juhu. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt. Kannst du nicht mehr, Kumpel? Ne. Locker flockig. Ich denke, das war sehr gut, ne? Ist ein Perfektwert, oder? Natürlich. Ein weiterer S-Rang. S wie 7. Wir arbeiten dran. 4 von 7. Bin ich vorhin schon 4 von 7? Du hast ein Chaos Emerald. Das heißt, wenn man alle 7 sammelt, offenbart sich eine mysteriöse Kraft. Hm. Scheint aber der zweite zu sein. Wo ist denn dann der erste? Ist der erste hier irgendwo? Gibt's hier noch einen Boss? Keine Ahnung. Ich glaube, wir schauen uns mal ganz kurz um. Diesem Geheimnis möchte ich dann doch auf die Schliche kommen. Nö. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo der sein soll. Ganz ehrlich.
Oder muss man nochmal gegen den... Oder muss man den anderen auch? Ich glaube nicht. Wir wechseln mal. Nein! Oh, please! Also, manchmal... Manchmal ist die Steuerung hier echt hart an der Grenze. Dann wiederum ist sie voll gut. Ne, er hat keinen mehr. Jetzt kann man nur noch mit ihm reden. Hm. Reden wollte ich jetzt eigentlich nicht mit ihm. Ganz ehrlich. Das interessiert mich nicht, was der Typ zu sagen hat. Knuckles Level. Nee. Was haben wir hier? Dann machen wir wieder so ein Doppelgängerrennen. Das macht Spaß. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die Spaß macht. Müssen wir das komplette Level spielen? Nee, nicht ganz, oder? Ganz wäre ein bisschen krass. Naja, gut. Spielstreckung. Par excellence. Warum auch nicht? Der hatte was von einem durchsichtigen Sonic gesagt, den ich bis hierhin jetzt noch nicht gesehen habe, aber hey. Wow, macht doch nichts. Wir führen auch, von daher. Ist ja nur richtig, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Okay, hau weg, die Scheiße hier. Hier habe ich ja tatsächlich ein bisschen Angst, dass er dann doch schneller ist als ich, weil, ja komm, das ist jetzt nicht so einfach, das Level. Hier habe ich sogar schon ein bisschen Angst, dass ich das, nicht mal so im First Try schaffe. Also, dass ich hier schon zwischendurch mal sterbe. Und ich bin mir nicht sicher. Ja, wobei, es gab Checkpoints. Es gab Checkpoints. Dementsprechend muss es auch Stellen geben dürfen, wo ich runterfallen kann. Ohne, dass es mich gleich richtig platt macht. Also, man darf hier sterben. So viel will ich eigentlich nur. So. Okay, hier brauchen wir nicht unbedingt speeden. Generell brauchen wir gerade nicht speeden, weil wir voll gut in der Zeit sind. Weiß ja nicht, wo er langläuft, aber er ist ein Noob. Absolut. Fuck. Fuck. Er ist kein Noob. Nein! Du bist ein Noob-Follow. Fuck, was hast du gemacht, Sonic? Not... Nicht dein Ernst, ey. Ah, komm. Sieh ihn noch an. Dankeschön. Es geht doch. Muss man doch gar nicht so... Da muss man doch gar nicht so ein Ding von machen. Ernsthaft. Völlig unnötig, Kumpel. Völlig unnötig. Aber somit sieht es schon ganz gut aus, dass wir zumindest im nächsten Part den Boss und dann auch schon die nächsten drei Level sehen können. Das ist halt immer... Das ist halt so ein bisschen das Problem dieses Spiels. Man braucht... Es geht relativ fix, ne? Die drei Level einmal so zu spielen. Aber da du dann noch diese Mission hier hast, dadurch zieht sich das dann doch ein bisschen. In meinem ursprünglichen Let's Play habe ich jeweils vom 2D und vom 3D Sonic immer ein Level gespielt. Dagegen habe ich mich jetzt bewusst gegen entschieden. Warum? Weil ich den Knopf hier drücken muss. Sonst geht es nicht, sonst geht es nicht, sonst geht es nicht. Ja, ich dachte mir einfach, komm, nö. Nö, die Missionen sind in den meisten Fällen eh nicht so cool. Da passt es schon, wenn wir es so spielen. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist besser. Könnt ihr ja auch mal eure Meinung zu dalassen, die ich dann ignorieren werde. Aber sie interessiert mich grundsätzlich. Ja, 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 ja. Okay, das war wieder fucking dumm. Macht aber nichts. Auch wenn er langsam rankommt. Er kommt langsam ran, aber ich glaube, er kann das nicht einholen. Wir schaffen zwar auch keinen B-Rang, aber hey. Auch dort gibt es wieder wesentlich schlimmere Dinge. So, und jetzt speedet er eben hoch, Sonic. Wir haben gewonnen. Der kann uns nichts mehr. Yes! Sehr gut. Und damit können wir uns den dritten Boss-Schlüssel nehmen. Da ist er. Her damit. Du hast alle Boss-Tür-Schlüssel gesammelt. Damit können wir nur zur Boss-Tür gehen, Leute. Und ich würde sagen, den Boss gehen wir dann im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.